Oh nein, wir hängen fest. Kommt er zu uns? Oh. Ah, verdammt. Bück dich. Jetzt hast du die Kamera fallen gelassen. Holt er da wieder. Oh nein, 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 nein. Hallo. Und willkommen zurück hier bei Lethal Company. Wir wollen jetzt die nächsten Tage angehen und unsere Quote müssen wir erreichen und die liegt bei 252. Bei der ersten Tour waren wir schon erfolgreich und haben hier ein bisschen Zeug gesammelt, was wir dann auch demnächst wieder bei der Company verkaufen können. Jetzt müssen wir aber erstmal den ersten Tag schaffen, um das Ganze dann auch ja, verkaufen zu können. Dafür gehen wir mal auf einen Mond, wo wir hoffentlich dann gute Erfahrungen machen. Ich würde sagen, weil ich noch neu bin in dem Spiel und weil wir alleine sind und weil ich Angst habe und weil mir die Ausreden langsam ausgehen, gehen wir nochmal auf Experimental Map. Da gehen wir jetzt drauf. Die ist am angenehmsten. Da möchte ich drauf. Haben wir noch eine Flashlight? Oh ja. Oh ja, gib die mir. Cannot hold until ship has landed. Ja gut, dann landen wir mal. So. Let's go. Jetzt sollten wir landen. Falls ihr euch wundert, was da oben rechts in der Ecke ist, ist eine kleine Minimap. Das ist eine Mod. Die Mod in der Beschreibung könnt ihr nochmal nachgucken. Auf jeden Fall brauchen wir diese Map da oben, damit wir im Prinzip den Bildschirm, der ja hier drin ist, auch da oben haben, weil wenn wir Solo spielen, haben wir ja keine andere Möglichkeit hier. Also auf den können wir nicht zugreifen, wenn wir draußen sind. Deswegen haben wir hier die Minimap. Und jetzt wollen wir aber auch keine Zeit verlieren, sondern hier rein. Und direkt wieder hier hoch. Da auf der Seite ist so eine Feuerleiter. Die könnten wir zur Not auch noch benutzen, wenn es hier direkt zur Sache geht. Aber das wollen wir ja mal nicht hoffen. Wir gehen einfach mal rein und hoffen. Okay. Gut. Dann gehen wir erstmal nach rechts. Merkt euch, wir sind jetzt zuerst nach rechts gegangen. Und rechts geht's auch direkt komisch weiter. Vorsichtig. Aber hier hinten ist nichts, ne? Nee, doch, da ist auch noch ein Raum. Na toll. Okay, wir haben eine Platte gefunden. Die nehmen wir mit. Wie viel gibt die? 11. Wow. Wie viel? Okay, das ist nicht so viel. Oh, das ist eine Mine. Okay, wir dürfen nicht auf die Mine treten. Ja, da kommen wir ja nur wieder raus. Gib mir mal das Licht. Das können wir nämlich verkaufen. Ja. Ja, das ist jetzt unangenehm, aber wir brauchen den Stuff. Wir wollen ja damit gut Geld machen. Wir wollen unsere Company ja stolz machen. Und dafür müssen wir möglichst viel mitnehmen. Und hier dieses Licht, denke ich, ist hilfreich. Und dann schmeißen wir das hier auch noch raus. Und dann bitte jetzt mal hier Taschenlampe anmachen. Weil wir haben nämlich mal gerade hier das Licht der Sicherung rausgeholt. Und das da können wir auch noch mitnehmen. Das hat sich zwar gut versteckt, die Schraube, aber wir haben sie gesehen. Das war doch schon ganz schön erfolgreich. Meine Verhältnisse war da schon gut. So. Also jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt vielleicht. Oh, was war das? Irgendwo eine Mine. Ihr könnt ja oben mal zwischendurch auf die Minimap gucken. Ich benutze die kaum. Was vielleicht ein bisschen töricht ist, wenn wir sie schon benutzen könnten. Dann sollten wir sie auch benutzen. Ja. Was macht denn da so? Oh. Wo ist denn die Mine? Da. Okay. Da ist die Mine. Da ist noch eine Mine. Warum sind denn hier so viele Minen? Oh nein, wir werden den Weg so nicht mehr finden. Also nach da. Ja, mach mich jetzt nervös. Also wir gehen jetzt nach links, das müssen wir gleich wieder nach rechts. Hier ist nichts. Jetzt sind wir nach rechts gegangen. Was war das? Okay, seht ihr das da? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Weg hier. Weg hier, raus hier. Nein. Verdammt, ich bin den falschen Weg gegangen. Was ist das? Ein Cash-Register? 134? Nice. Oh, wow, hatte ich noch nie. Cool. Nehmen wir mit. Ja, toll. Jetzt müssen wir wieder nach Hause kommen. Oh, das ist eine Feuerleiter. Auch raus hier. Ich muss niesen. Aber ist egal. Raus hier. Wir haben eine Kassierkasse hier. Wahnsinn.
Stark! Okay, Moment. Wir gucken mal ganz kurz noch. Wie viel haben wir? 1:30, das ist okay. Blah. Okay, wir gehen ganz kurz doch mal hoch. Das waren ihre letzten Worte. Wir gehen ganz kurz noch mal hoch. Ah, ganz viele Minen und dann dieses komische... Die wird einem aufs Gesicht springt. Da danke. Aber hier ist nichts. Gut, alles klar. Hier ist nichts. Super, dann haben wir einen Grund zu gehen. Klasse, da waren wir schon. Und jetzt raus hier. Weil es gibt auch, ich glaube, auf jeder Karte einen, ich sag's mal, Feuerausgang. Also einen Alternativausgang oder auch dann dementsprechend Eingang. Wenn der Haupteingang zu blöd wird, weil die Monster den belegen, wie auch immer. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass wir da eben halt auch da rauskommen. Das haben wir jetzt genutzt. Weil ich hätte jetzt auch nicht mehr so leicht zurückgefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Kasse ist natürlich ausgesprochen schwer. Aber die werden wir jetzt als allererstes zum Schiff bringen. Das war aber jetzt schon so erfolgreich, dass ich mich frage, ob das von der Quote her sogar schon reicht. Mal abschmeißen. Wundervoll. So, jetzt gehen wir gerade mal hier die anderen kleinen Scheißerchen holen. Das da nehmen. Ja, auch Kleinvieh macht Mist. Und das. Super. Hier die Glühbirne. Ich nenne sie jetzt mal Glühbirne. Die hat so als Ansage gar keinen Preis. Müssen wir dann erfahren, wenn wir sie abgeben. Und wenn wir hier wegkommen, weil wir wieder Ausdauer generieren müssen, für hier hochzuspringen. Mal schauen, ob wir jetzt hier hochkommen. Mit Anlauf. Und. Ui. Geschafft. Okay, jetzt schnell. Ja, super. Jetzt fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Damit wir möglichst wenig Gewicht jetzt mit uns rumschleppen müssen. Um dann ganz schnell hier zurückzugehen für die Lampe hier mitzunehmen, die Sicherung. Und raus da. Und mitnehmen. Fallen lassen. Super. 80. Gibt 80. Super. Sehen wir da unten rechts. Gibt 80. Dann lasst uns jetzt wieder wegfliegen hier. Lass mal hoch. Ja. Mega. Ja, 308. 308. Wenn wir das jetzt verkaufen, bei 53%, was wir dann rausbekämen beim ersten Tag, das wäre zu wenig. Das könnte zu wenig sein. Deswegen sollten wir noch einen Mond jetzt angehen. Wir werden jetzt gerade auch unsere Bewertung abwarten. Die da ist. Oh, wir kriegen ein A. Oh, wie schön. Oh, toll. Super. Sehr schön. Okay, war bestimmt, weil wir die Kasse jetzt gefunden haben. So, weil wenn wir jetzt... jetzt müssen wir Moons. Moons, Moons. Erstmal Moons. So. Okay, wir sehen, Assurance ist rainy. Eclipsed ist es jetzt auf Experimentation. Also holen wir... Wow, oder Wow, oder wie auch immer dieser Planet heißt. Da gehen wir jetzt hin. Und ja, gehen wir hier raus. Und hoffen wir jetzt das Beste. Dass wir jetzt vielleicht noch einen Betrag von 50 reinholen und dann reicht's auch. Dann können wir auch wieder zur Company gehen, dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Hoffentlich. Achso, nicht vergessen. Batterie aufladen. Wundervoll. Okay, dann landen wir mal. Danke. Wo ist denn hier nochmal der Eingang? Da, rechter Seite vom Schiff. Arbeit mit der Orientierung. Noch ist es früh am Morgen. Und hier bei dieser Wo-Map? Haben wir hier eine Brücke und da drüben auch. Hier die Brücke ist aus, naja, Metall, Holz. So, Konstruktion. Die nicht betreten, wenn ihr zu viel geladen habt. Ja, holt dann lieber bitte diese Steinbrücke. Und hier ist der Eingang. Und hier ist dunkel. Okay. Gut, dann erstmal nach rechts. Und erstmal hoffen. Wir dürfen nicht sterben. Sonst haben wir ein Problem. Dann können wir aber schon mal sagen, hier waren wir. Aber wir müssen jetzt doch hier runter. Und hier ist auch nichts. Okay. Interessant. Dann können wir hier schon mal abschließen. Nee. Moment, wo hab ich mich jetzt? Wir müssen ja hier lang. Mein Fehler. Okay, dann wissen wir jetzt. Die Seite haben wir jetzt schon mal durchgesucht. Die beinhaltet jetzt nicht mehr. Wir könnten jetzt hier runtergehen, aber ich gehe jetzt erstmal hier geradeaus. Okay, das ist verzwickter. Dann gehen wir erstmal nach unten. Gehen wir erstmal den leichteren Weg. Weil meine Orientierung ist ja echt Bombe. Okay, hier ist nichts. Dann müssen wir tatsächlich jetzt hier lang. Oh nein, habt ihr ihn gesehen? Geradeaus. Der mit den Augen. Okay, ich habe eine andere Idee. Hör zu.
hör zu, wir gehen nochmal hier raus. Der kann uns nämlich mal ganz schnell das Genick brechen. Okay, ich habe eine andere Idee. Wir gehen jetzt unten rein. Wir gehen unten rein. Achtung, hier vorsichtig runter. Durch die Feuertür hier. Also der Feuerausgang. Und dann, oh Gott. Da könnten wir das Licht noch ausmachen, aber ich wusste jetzt nicht, warum. Oh, das hier ist ein großer Raum. Ah! Ah! Scheiße! Okay, hör zu, wir haben ein Problem. Ist da oben? Hör zu. Verdammt. Verdammt, ich hab mich verlaufen. Okay, Leute, ich habe gerade ein bisschen Panik. Ich hab Panik. Ich weiß nicht mal, wo es hier rausgeht. Oh, ich habe das Gefühl, ich laufe die ganze Zeit in der Sackgasse. Okay, jetzt. Hey, beruhig dich. Hol das Blech dann noch mit. Beruhig dich einfach. Ist alles cool. Wir gehen gleich hier raus. Machen wir ganz easy. So flockig, dockig. Okay, super. Gib mir das noch. Gib mir die blöde Kamera, Fernbedienung, Taschenlampe. Okay, ihr habt euch doch bestimmt gemerkt, wo es hier rausgeht, oder? Das machen wir jetzt ganz, ganz entspannt. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen hoch. Oh ja. Oh ja, raus hier. Raus, raus. Heim. Ah. Oh. Okay. Ja. Schön. Das war der Braken, glaube ich. So heißt er. Wir gucken das gleich mal gerade nach im Terminal, wie der jetzt genau heißt. Ich nenne das den Typ mit den glühenden Augen, Schattenmensch. Der ist so eklig. Der kann einen nämlich so ganz leise von hinten stalken und euch dann das Genick brechen. Und das ist, naja, unangenehm. Und wo ist mein Schiff? Wo kommen wir heim? Ich will nach Hause. Hause. Da. Schiff. Gut. Der ist sehr unangenehm, weil den solltet ihr auch nicht länger als 4 bis 5 Sekunden in die Augen schauen. Dann fängt er nämlich an, euch direkt anzugreifen. Der ist so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen Psycho, so ein bisschen Psycho, so ein bisschen, ne? Stalker-mäßig so. Machen wir mal die Tür zu. Gucken wir mal, was wir haben. Wir haben ja ein paar Sachen gefunden. In der Schnelle, in der Panik. Das da und noch hier so ein süßes Plastik. So ein Plastikfisch, super. Weil wenn wir jetzt mal gerade hier eingeben, Bestiary, dann haben wir noch nicht sehr viel herausgefunden, weil wir die scannen müssen. Ja, tut mir leid, den konnte ich jetzt nicht scannen. Glaubt mir, der ist gefährlich. Und jetzt haben wir einen Amount von 253. Das ist knapp. Sehr knapp. Okay, wir müssen weg hier. Nein! Wer hat die Tür aufgemacht? Wer hat die Tür aufgemacht? Lass bloß die Tür auf. Zu. Das gibt bestimmt eine schlechte Bewertung. Ist mir egal, wir haben überlebt. Ah, drauf kommt es an. Ja, C ist okay. Komm, hol mal mit. Okay, ein Tag noch. Ein Tag. Okay, welcher Mond ist frei? Wir brauchen jetzt einen guten Mond. Ach, na toll. Soon's, es floated. Foe so floated. Often so stormy, March is foggy, da sehen wir nichts. Oh, was machen wir denn jetzt? Stormy ist das gut, weil dann haben wir irgendeinen Metallgegenstand da, da kommt ein Blitzdings und dann werden wir geblitzdings. Die anderen sind überflutet und die anderen Dinger sind zu gefährlich, da will ich nicht hin. Und bei Foe können wir ja gar nicht runter in die, wo wir jetzt gerade eben rauskamen, durch die Feuertür, weil das ist ja schon überflutet. Ich weiß es nicht. Was machen wir jetzt? Entschuldigung, ich muss das nachdenken. 2 Stunden später. Und Foggy ist mir zu neblig. Das sehen wir gar nichts. Okay, wisst ihr was? Wir probieren. Also es ist jetzt... Kann jetzt auch sein, dass wir jetzt vom Blitz getroffen werden. Und dann war es das. Sollten ganz schnell jetzt hier raus.
Ah! Entschuldigung. War zu laut, ne? Ist, hoch, 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 hoch. Wir brauchen jetzt nur Kleinigkeiten. Wir müssen jetzt nicht viel finden. Eieiei. Oh, hoffentlich ist es nicht dieser Braken da wieder. Wow. Oh, nee, das können wir nicht holen. Ah, das können wir doch nicht holen. Das ist so ein Riesenmetallgegenstand und ein Blitzdingst. Ach, Mist. Okay, wir gehen erstmal nach rechts. Da können wir drüber springen. Könnte auch sein lassen. Was ist das für eine Nebelwand? Was ist das? Das sieht seltsam aus. Okay, lass mir das. Oh, nee. Das können wir jetzt nicht alles holen. Das ist so schwer. Bin ich jetzt einmal im Kreis gegangen? Okay. Dann gehen wir nochmal hier zurück. Und gehen in eine andere Richtung. Vielleicht hier die geradeaus. Vielleicht, gucken wir mal, was hier so ist. Hier ist so gar nichts. Doch, hier geht es weiter. Hier geht es auch weiter um die Ecke. Hm. Bitte, ist hier irgendwas... Was? War hier was? Oh, wieder so ein Ding da. Das müssen wir wieder mit beiden Händen halten. Oh. Mhm. Hier ging rein, also gehen wir hier wieder zurück. Bisschen zügiger, man weiß ja nie. So. Und wieder hier lang. Und jetzt hier wieder zurück. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt geradeaus und hoffen jetzt, dass wir noch irgendwas Kleines finden, was wir so in der Hand halten können. Also im Inventar. Oder doch nicht. Nein, nein. Hm. Na gut, ich, das Geräusch gefällt mir nicht. Merkt ihr, wie der zu Pritz singst? Ja, das Lock gefällt mir ganz und gar nicht. Ah. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Was für ein unangenehmes Spiel. Hier hoch. Hat man alles macht für die Company. So. Ne, mach mal die Taschen aber aus. Habt ihr doch nicht die ganze Zeit an. So. Ja, 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 ja. Okay. Okay, hier ist noch ein Blech. Das ist super. Das können wir mitnehmen. Wir hätten den Fisch draußen liegen lassen sollen. Egal. Also wir gehen jetzt hier hoch und dann... Nein. Könnten wir da drüber springen? Wir könnten aber auch sein lassen. Wir wollen jetzt ganz, ganz sicher spielen. Verdammt. Oh, ich hasse springen. Und wenn wir da runterfallen, sind wir auch tot. Und hopp! Oh, okay, alles klar, alles cool. Hier ist gelockt, okay. Nicht weiter schlimm. Hier ist ein Schlüssel. Den benutzen wir direkt und machen hier auf. Komm, hier auf, Mann. Auf, mach auf. Danke. Okay, hier ist so eine Tür. Und da ist die Tür und da ist die Tür. Ja. Was wo? Was wo? Okay, mach mal die Tür zu. Dann, was? Mir gefällt das hier nicht. Ich will wieder heim. Ich will zurück. Ich will. Okay, hier war die Brücke. Jetzt gehen wir mal gerade hier nach links. Gibt es hier irgendwas? Hier gibt es ja gar nichts. Ach, komm schon. Hat sich jemand den Ausgang gemerkt? Verdammt, war das hier? Oh, da ist doch was, da ist doch was. Oh,
Das sind meine Schritte. Das sind meine Schritte, die so laut sind. Okay, wir haben alles. Ja, ja. So. Nee, das hier war nicht der Ausgang, oder? Oder war das hier der Ausgang? Und springen! Jetzt hier durch und jetzt... Oh nein. Das war nicht der Ausgang. Das ist nicht der Ausgang. Nein, 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 das ist nicht der Ausgang. Verdammt! Okay, also wir haben jetzt... Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt das Gurkenglas genommen und das Blech weggeschmissen, weil das Gurkenglas mehr bringt als das... Ah! Als das Blech. Bücken, bücken. So. Jetzt bitte raus hier. Oh nein, der Plop. Der Plop kommt. Nein. Der Plop. Das ist der Plop. Oh nein. Was? Was? Okay, ich bleib jetzt entspannt, weil der Plop, der kann uns nichts tun, weil der so langsam ist. Aber wir müssen heim. Na! Ah! Verdammt! Psst. Okay, das ist der Plop. Ja, ja. Und irgendwo hier ist doch eine Mine. Ah, jetzt sieht man auch oben auf dem Rad diesen roten Punkt. Da ist aber noch ein roter Punkt. Wo ist denn der verfluchte Ausgang? Ja, hier nicht. Wir brauchen den Ausgang. Dann müssen wir hier nochmal drüber. Was war da gerade? Okay, Ausdauer, Ausdauer und Sprung! Okay, wir müssen irgendwie hier raus. Wir müssen jetzt wirklich, wirklich irgendwie hier raus. Ah, Hilfe. Bitte, bitte lass mich hier raus. Okay, hier ist Serverraum, das ist schön. Ich will jetzt nur noch heim. Nein, hier ist kein Ausgang. Wo ist der Ausgang? Big, big trouble. Big trouble. Ich weiß nicht, wo dieser verfluchte Ausgang ist. Hier ist er auf jeden Fall nicht. Hier ist der Ausgang nicht. Wir kommen hier nicht weiter. Nee. Oh nein, wir hängen fest. Kommt er zu uns? Ah, verdammt. Bück dich. Jetzt hast du die Kamera fallen gelassen. Hol das da wieder. Ah! Oh nein, 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 nein. Was können wir jetzt tun? Es sind zwei Plops. Es sind zwei. Das ist wahnsinnig. Okay, wir schaffen es jetzt hier raus. Baby, konzentrier dich bitte einmal. Wo könnte der Ausgang sein? Vielleicht hier. Okay, nee. Ah, da, der Ausgang. Oh ja, mach das weg. Ein Gurkenglas wird ja nicht... Ah! Okay. Ja, ja, Pilot. Computer, warning. Oh nein, wir müssen heim. Es ist 10 Uhr. The Autopilot should leave at midnight. Wir müssen gucken, dass wir jetzt absolut Land gewinnen. Wir dürfen nichts Metallisches in der Hand haben. Mach die Kamera aus. Oh, meine gute Güte, ob wir das hier überleben? Komm schon. Jetzt nicht atmen. Oh.
Oh nein, da ist so ein Hund. Oh nein, da ist ein Hund. Oh nein, 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 nein. Das sind zwei Hunde. Ich werd wahnsinnig. Die sind blind. Die sind blind. Die sind blind. Fahr, 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 fahr! Fahr, fahr, fahr! Fahr! Um Himmels Willen, fahr los! Schiff fliege! Sind wir losgeflogen? Oh, meine Güte. Oh. Okay, alles klar. Oh. Oh je. Wir haben geschafft. Wir haben es geschafft. Das hab ich nicht geglaubt. Das hab ich nicht geglaubt. 387. The Company. The Company, Building hier. Fahr dahin, flieg dahin. Hopp. Ja, danke. Oh meine Güte. 215. Wir klingen mal einmal ganz klar. Ja, ja, ist ja ganz gut. Ja, so, jetzt hier. Achtung. 295. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, ich freue mich. Okay, das hier können wir alles behalten. Dann haben wir dann direkt einen Amount von 250 und nehmen das dann in die nächste Runde mit für die nächste Arbeitswoche. Und ja, wir hatten jetzt Kirmes, aber wir haben es geschafft. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ansonsten kann ich euch nur noch eine wunderbare Zeit wünschen, was auch immer das bedeutet. In diesem Sinne. Tschö. Tschö, 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 tschö. Macht es gut. Tschüss, Company. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Wow. Geschafft. Oh je, das wird schwierig. Das wird schwierig.